Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Resident Evil Zero. Wir befinden uns hier immer noch in der Villa und wir haben in der letzten Folge die Waage, welche sich hier, ich zeige das nochmal eben ganz kurz, welche sich hier oben, hier bei dieser Figur befindet, ins Gleichgewicht gebracht. Und nachdem wir das getan haben, hat sich hier diese Tür in, ja, vermutlich irgendeinen Kellerbereich geöffnet. Und dort werden wir gleich hineingehen. Gut, ich habe nicht die geringste Ahnung, was uns dort erwarten wird. Dennoch werden wir uns jetzt erstmal etwas ausrüsten. Gucken wir mal kurz in die Inventare unserer beiden Protagonisten. Ich glaube, Rebecca ist noch ganz gut ausgestattet mit weit über 60 Schuss Munition. Billy hingegen guckt so ein bisschen in die Röhre. Er hat hier keine Gewehrmunition mehr und hat auch noch einen Molotow-Cocktail und sein Messer. Aber wir haben vor kurzem hier Granatwerfermunition gefunden. Und deswegen würde ich sagen, bevor er überhaupt nicht mehr irgendwas mitnimmt, bevor er gar nichts mitnimmt, werden wir ihm jetzt mal kurz, upsala, werden wir ihm jetzt mal kurz hier den Granatwerfer ausrüsten. So, na komm schon. Da hat er ihn. Wunderbar. Sie brauchen zwei Blöcke. Moment. Müssen wir was rauswerfen? Ja, das Gewehr legen wir ab. So. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Schauen wir mal. Ausrüsten und kombinieren damit. Okay, besser als gar nichts, würde ich sagen. Und ja, müssen wir sonst noch irgendwas machen? Ansonsten haben wir großartig gar nichts mehr rumliegen. Haben wir eventuell hier noch Flaschen rumliegen, um noch Molotow-Cocktails zu machen? Benzin haben wir ja noch. Aber ich glaube, da ist Fehlanzeige. Ne. Da haben wir nichts mehr. Gut, dann gehen wir jetzt mal unten rein. Wir werden Billy steuern, weil Rebecca so stark angeschlagen ist. Die soll sich mal schön ein bisschen im Hintergrund halten. Und dann schauen wir mal, was hier unten Phase ist. Oha, da geht's direkt los. Das war eine Spinne. Ah, wo eine ist, da sind. Ich höre auch noch eine. Da sind auch mehr. Ah, kommt die auf uns zu? Okay, die haben wir auch. Ah, war's das? Nein, da hinten klemmt noch einer an der Wand. Ah, und dann schießen wir da an die Ecke. Aber die haben wir dann auch erledigt. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier, wir gehen mal noch ein Stück weiter. Zwei Türen. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Oh. Ist tatsächlich sogar nur eine Tür von offen. Dann ist der Weg ja ziemlich klar. Die hier nämlich. Dann gehen wir einfach mal da rein. Alte knarzende Holztür. Okay, wir haben hier, oh, wir haben hier eine Schreibmaschine, ein paar Pflanzen und hier liegt ein Zettel auf dem Tisch. Den gucken wir uns dann mal direkt an. Haftanstalt, Liste der Insassen. Matthew K., tot, Entsorgung abgeschlossen. Mitch D., tot, Entsorgung abgeschlossen. Keys W., als Muster präserviert. Savage C., abtransportiert zur Forschungsanlage. Royce M., abtransportiert zur Forschungsanlage. Davids A., als Muster präserviert. Clark A., abtransportiert zur Forschungsanlage. Allens J., abtransportiert zur Forschungsanlage. Okay, das ist eine Liste von Insassen von einem Gefängnis, wenn ich das richtig verstehe, was mit diesen Personen gemacht wurde. Ja, die Liste. Alle abtransportierten Individuen sind aus den Akten zu löschen. Okay, ja, die hat die Umbrella Corporation dann offensichtlich für irgendwelche widerlichen Experimente genutzt.
Da liegen noch Farbbänder auf dem Tisch. Dann wechsle ich mal kurz zu Rebecca. Denn die ist ja hier unsere Farbbandbeauftragte. So, und dann nehmen wir hier mal noch die grüne Pflanze. Und ich würde sagen, die kann sie auch direkt nehmen. Wobei, wisst ihr was, wir nehmen jetzt auch mal die blaue Pflanze und wir experimentieren jetzt mal ein bisschen, weil sie hat ja nur eine Warnung. Das heißt, da geht noch ein bisschen was. Wir gucken mal. Nee, nicht auf der Karte. Sondern im Inventar. Was passiert, wenn wir die kombinieren? Kriegen wir jetzt keine Infos drüber. Okay, ist nur ein bisschen besser geworden. Ich glaube, das Blaue ist ja ein Antidot, ne? Ah, ich vertue mich da immer und ich kann es mir auch nicht merken. Grün und Rot. Ah, genau, Grün und Rot war eine starke Medizin. Grün und Blau sind leichte Heilung und Gegengift. Nur Blau ist Gegengift und nur Rot ist nutzlos. Ich glaube, so war's. Ah, mein Gott, ich vertue mich da jedes Mal. Aber so wird es ungefähr sein. Na gut, sie ist etwas geheilt worden. Das ist doch auch schon mal eine gute Sache. Dann ist die Tür hier offen. Ja, alles klar. Dann können wir da gleich weitergehen. Wie viele Farbbänder hat sie jetzt? 5 hat sie insgesamt. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde jetzt hier nicht nochmal speichern. Wir gehen jetzt einfach erstmal weiter. Wechseln wieder auf Billy. Und schauen mal. Ich glaube, ansonsten war hier nichts mehr, ne? Ne, das war's tatsächlich schon. Dann gucken wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Okay, das ist hier sowas wie... ein Gefängniskeller? Ja. Sieht danach aus. Okay, und wir haben hier... oben ist ein Gatter in der Wand. Ein großer Lüftungsschlitz. Rebecca würde sicher herankommen, wenn sie auf Billys Schultern stünde. Rebecca hochheben. Okay, also bleibt Billy dann jetzt zurück und Rebecca geht in den nächsten Raum. Ja. Ich überlege es gerade, ob wir irgendwie was ausrüsten können noch, aber wir haben ja nichts mehr. Großartig, dann machen wir das jetzt einfach mal. I could be of service. Time to go inside. Gott, ja, da würde ich auch erschrecken. Das ist jetzt hier kein... also das ist ja ein Folterkeller vom Feinsten. Wahnsinn. Irgendwie Stornstühle und ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt hier. Dornkammern. Da werden die Personen ja reingesteckt und dann wird die Kammer zugemacht. Irgendwelche Käfige. Mein Gott. Kann man Menschen nur sowas antun. Ansonsten, hier liegt ein Zettel. Info zum Stromregler. Ah, okay. Ich habe da hinten in der Wand, an der Wand schon so einen Stromkasten gesehen. Darum geht es jetzt bestimmt. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Der Stromverlust ist egal, doch leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Die Geräte sind so abgenutzt, ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn Sie schnell raus müssen, setzen Sie die Anzeige auf 70. Prüfen Sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. Okay. Gucken wir gleich mal, was das mit der 70 auf sich hat. Nehmen wir an, die Tür ist dann auch noch zu. Na, sehen wir jetzt gerade gar nicht. Doch, die Tür ist zu. Hier, ich habe ja gerade auf Billy geguckt. Okay, also müssen wir den Strom einschalten, damit hier vermutlich die Tür aufgeht. Und hier soll alles an die Kette angeschlossen sein. Was heißt das genau? An der Tür sehe ich keine Kette. Okay, gehen wir einfach mal in den Apparat. Bedienfeld Stromversorgung. Sieht aus, als würde dieses Bedienfeld die Stromspannung im Raum kontrollieren. Bedienfeld verwenden? Ja. Schalter 1 umlegen. Ah. Okay, wir sind jetzt
Wir sind doch auf 70. Muss alles auf 70 sein? Dann würde ich Schalter 1 erstmal so lassen. Was heißt das? Ab. Ah, okay. Auf. Ach so, alles klar. Ich dachte. Okay, jetzt sehen wir den Schalter hier hochgehen. Verstehe. Ja, Schalter 3 legen wir auch mal hoch. Dann sind wir schon bei 60. Dann müssen wir da mal wieder ein bisschen runtergehen. Ah, okay. Und Schalter 5 ist dann zu viel des Guten. Dann schießen wir über das Ziel hinaus. Ja, aber deutlich. Verstehe. Alles klar. Okay, ich habe das Prinzip verstanden. Dann schauen wir jetzt mal. Ich würde sagen, Schalter 2 und 4 legen wir auf. Schalter 5 legen wir auf. Und 1 und 3 legen wir ab. Probieren wir mal. So, Schalter 2. Ne, wisst ihr was? Den legen wir auch mal ab. Schalter 3 legen wir aber auf. Schalter 4 legen wir wieder ab. Und Schalter 5 legen wir auf. Mal gucken. Ah, da sind wir 10 zu viel. Okay. Dann lassen wir den Schalter 5 mal auf. Ja, dann legen wir den Schalter 5 mal ab. Weil der hat so viel. 1. Ja, 1 legen wir ab. Schalter 2 legen wir auf. Dann sind wir bei 20, 21. Schalter 3. Ah, der hat schon ziemlich viel. Ah, probieren wir es mal. Den legen wir auch auf. Ja. Ah, der zieht dann wieder einiges ab. Verstehe. Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay. Nochmal. Schalter 1 auf. Der gibt uns ein bisschen Spannung. Schalter 2 gibt uns auch ein bisschen was. Da probieren wir es jetzt auch mal mit. Dann sind wir schon auf 50. So, Schalter 3 gibt schon ziemlich viel Leistung. Ich würde sagen, den legen wir mal ab. Oh. Okay. Schalter 4. Der gibt wenig Leistung. Das sind nur 10 oder 11. Ja, dann müssen wir Schalter 5 nochmal dazulegen. Und, oh, das sieht gut aus. Und wir hören, wie der Generator anspringt. Wunderbar. Tür ist entriegelt. Und die Tür ist jetzt auch entriegelt. Sehr schön. Und ja, der Boilerraum, von dem wir eben auch schon gelesen haben, da ist der Boiler jetzt wohl wieder im Betrieb. Wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So,
The time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't. Hold on. Okay, wir haben jetzt hier offensichtlich stressige Musik, das heißt, das sollte jetzt hier gleich ziemlich fix gehen. Ja, ob das jetzt daran liegt, dass Rebecca dann gleich runterfallen würde ansonsten, oder der Typ die Selbstzerstörung aktiviert, das werden wir dann gleich mal sehen. Okay, ja, Billy ist jetzt hier, dann müssen wir zurück durch den Speicherraum. Müssen wir denn hier durch? Könnte sein, ne? Ja. Okay, naja, probieren wir es einfach mal aus. Ja. Ich glaube, das muss jetzt fix gehen. Ich denke mal, dass jetzt überall hier Affen sind. Die versuchen wir mal zu ignorieren. Ja, da geht es nämlich schon los. Da ist einer. Schnell durchgehen. Wir haben sowieso nicht so viel Munition. Kämpfen bringt uns jetzt gerade eh nicht weiter. So, schnell dadurch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. So. Hier ist Munition. Okay, die nehmen wir jetzt einfach mal mit hier. Da liegt auch jemand am Boden. Ich hoffe, der steht da nicht auf. Oh! Wer bist denn du? So, Benzinkanister nehmen wir auch mit. Ah, verdammt. Wir halten uns hier auf. Inventar ist jetzt sowieso voll. Komm schon, gibt's hier noch irgendwas? Ja, da ist Gewehrmunition. Aber das können wir nicht tragen. Dann legen wir den einzelnen Molotow-Cocktail ab hier. Nein, nein, den will ich nicht. Okay, aber wir haben kein Gewehr. Das ist natürlich total doof. 7 Schuss. Ah, Leute, am besten... Gucken wir mal auf die Karte. Ja, wir kommen von hier zu Rebecca. Ah, wir brauchen Munition. Da ist so ein doofer Affe. Wir haben aber nichts mehr. Ich hoffe, dass Rebecca das aushält. Denn wir gehen jetzt nochmal fix zurück und holen uns hier unser Gewehr. So, komm, Billy, schneller. So, fix. Den legen wir ab. Ja, das hier legen wir auch ab, denn wir nehmen dann auch gleich die Pistole mit. Dann haben wir ein bisschen was hier an Reserven noch. Ja, ich weiß.
Es tut mir auch sehr, sehr leid. Pistole lag hier auch irgendwo. Da ist sie. Nee, nein. Das, manchmal treibt einen das hier in den Wahnsinn. Ja, da haben wir die Pistole. Wunderbar. So, und jetzt schauen wir nochmal. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist: Hier geht's ja auch in den Keller. Vielleicht können wir. Das ist natürlich jetzt sehr viel rumexperimentieren, ne? Was ich eigentlich nicht. Nee, kommt. Wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. Dauert mir sowieso schon zu lange. So, rüsten wir aus. Laden durch. Wunderbar. So, Billy. Ah, Kamera. Ach, es war so klar. Ja, immerhin. So, dann komm mal. Das wird ja jetzt hier ein Affentheater. Oh! Was? Drei Affen? Billy! Wow, okay. Das ist natürlich jetzt richtig krass. Wie soll man denn das bitte machen? Dafür bräuchten wir eigentlich ein Maschinengewehr oder sowas. Okay, ich hätte das mit einem Affen gerechnet, aber nicht mit dreien. Das ist natürlich richtig krass. Okay. Ja, wir werden das jetzt natürlich nochmal im Schnelldurchlauf alles durchleben hier. Ja, deswegen ist da auch die Schreibmaschine, Leute, ne? Also, ich verstehe. Vielleicht sollten wir die dann jetzt gleich nochmal nutzen. Dann werden wir das jetzt nochmal fix machen hier. Wir werden nochmal wechseln. Billy legt sein... Warte mal, können wir das nicht anders machen? Passt auf, wir legen das hier mal ab. Wir legen das hier ab. So, dann kann er den Granatwerfer mitführen. Dann lädt er nach. Dann haben wir zwei Plätze frei. Da kommt dann die Gewehrmunition rein. Und die Pistolenmunition, die er findet. Okay, machen wir das so. Alles klar, Granatwerfer. Nachladen, beziehungsweise erstmal ausrüsten. So. Und dann gehen wir jetzt fix nach unten. Die Videos können wir dann natürlich auch überspringen. Das sollte jetzt eigentlich relativ fix gehen, weil ganz so lange ist das ja jetzt hier nicht, ne? Okay, da haben wir schon zwei Schüsse verbraucht. Na, wo ist die andere Spinne? Die haben wir. Da hinten ist noch einer an der Wand. Oh. Hallo, Billy. Okay. Ich glaube, damit hat er schon alles verschossen, ne? Ja, Wahnsinn. Okay. Dann können wir nur hier lang gehen, weil die andere Tür zu war. Okay. Das Blatt Papier hier nehmen wir mit. Wer weiß, ob wir das nochmal brauchen. Schnell durch. So. Dann. Genau, der Rest war für Rebecca. Nehmen wir hier die Farbbänder mit. Ja,
Dann Vergiftung brauchen wir erstmal nicht heilen, deswegen kriegt sie nur das Grüne mit. Nicht das Blaue, das Grüne bitte. So. Verwenden. Wunderbar. Und ja, ich würde sagen, dann speichern wir hier tatsächlich mal. Ist natürlich, dass man so dicht hintereinander speichert, ist natürlich total doof. Aber naja, nutzt halt nichts. Alles klar. Und ab dafür. So, hier gab es ja sonst nichts, oder? Gucken wir nochmal. Nee, genau. Bis auf den Durchgang natürlich. Ja. Und das Video überspringen wir jetzt einfach mal. Dann waren wir hier. Hier gab es nur den einen Zettel. Da geht es um den Stromregler. Okay. Wie war das jetzt hier nochmal? Der erste wird aufgelegt. Dann der zweite. Verdammt, wie hatten wir das denn eben noch? Der zweite wurde, glaube ich, auch aufgelegt. Der dritte, ich glaube, den hatten wir runter. Ja, das sieht gut aus. Den vierten. Ja, den vierten hatten wir auch hochgelegt und den fünften dann auch. Genau. Türen gehen alle auf. Kann ich leider nicht abbrechen hier. Okay. So, wunderbar. Dann legen wir jetzt mal los. Ja, Billy ist auf dem Weg. So, hier schnell durch. Den Affen lassen wir in Ruhe. Ach ne, wir brauchen ja die Munition. Verdammt, da müssen wir trotzdem nochmal rein hier. Aber da war der Zombie und wir haben kein Messer und nix. Ach, das ist doch dreimal verteufelt, nur eins. Wir nehmen jetzt erstmal die Munition. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nur die Munition hier. Los, Billy, mach schon. Schneller. Und dann gehen wir jetzt hier zurück. Können wir den Kanister auch mitnehmen? Nee, das geht nicht mehr. So, und hoch hier. Wir versuchen es jetzt mal, also das mit den drei Affen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich, unter Rebecca ist ja irgendein Raum, der frei ist. Und es gibt ja hier auch noch einen anderen Weg in den Keller. Möglicherweise lässt sich das auch einfacher regeln. So, also das hier packen wir jetzt mal fix weg. Dann kombinieren wir das und dieses. Und dann kriegt er noch die Pistole mit. Welche hier liegt. Ah, Billy!
Nein, das will ich nicht. Ich will die Pistole. Ja, wunderbar. Okay, rüsten wir, beziehungsweise kombinieren wir. So, ausrüsten. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Also, was ich meine, ist, dass wir hier durchgehen, hier runtergehen. Und da geht es ja weiter abwärts. Ah, da ist eine zur Tür. Moment, ist das denn richtig hier? Ausbildungsstätte? Ne, das ist nochmal was anderes. Wir probieren es jetzt einfach mal. Was haben wir denn zu verlieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier mit so wenig Munition und also, dass da irgendwie das möglich ist, die drei Affen zu besiegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh. Ach, verdammte Axt. Ach, Billy. Ah, jetzt ist er nämlich auch schon angeschlagen. So, Karte. Genau, wir müssen nach links. Und, Leute, hier sind wir auch im Heizungskeller. Okay, 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 okay. Und da hinten haben wir grünes Kraut. Das nehmen wir direkt mal mit, um Billy zu heilen. Verwenden. Ja. Billy, heb das auf jetzt. Verwenden. Okay, dann geht's ihm wieder gut. Schauen wir nochmal auf die Karte. Okay. Ach, Kamera. Gehen wir jetzt mal hier runter. Nächste Tür. Oh, da kommt auch so ein Affe. Und ja, Leute. Ja, alles klar. Das war gar nicht mal so verkehrt. Jetzt müssen wir nur hier den Affen ausweichen. Das heißt, wir gehen jetzt bis zum Ende dieses Ganges. Und dann nehmen wir die Tür, die nach rechts führt. Wir müssen jetzt nur diesen doofen Affen ausweichen. Ah, wenn sie uns denn lassen. Los, Billy. Hier geht's lang. Geh weg. Geh weg. Hier hin. Rein in den Raum. Rebecca. Hang on. I'll pull you up. Moment. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle.
But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Ja, Leute. Was für ein krasser Storyplot. Billy hat also tatsächlich mitgewirkt, da 23 unschuldige Menschen zu ermorden. Beziehungsweise, naja, ob er das jetzt wirklich gemacht hat oder ob er die Person war, die den ja, anderen Soldaten gesagt hat, sie sollen es nicht tun, was in dem Video zu sehen war. Ja, das bleibt noch sein Geheimnis. Aber krass. Okay, Leute. Und wir haben es geschafft. Wir haben Rebecca gerettet. Ja, und sie hing sowieso hier ein Stockwerk tiefer schon. Das heißt, dort oben hätten wir sowieso nichts machen können. Also, okay, aus der Not heraus komplett den richtigen Weg genommen. Wahnsinn. Okay. Gut, jetzt befinden wir uns hier auch wieder an einem Speicherpunkt und diese Chance werden wir jetzt hier auch nutzen, denn das war schon ziemlich schwierig jetzt hier. Und eine Kiste mit Schießpulver, aber ich möchte jetzt hier die Farbbänder. Ja, die nehmen wir mit. Wie viele haben wir dann jetzt noch? 7 Stück. Okay, ich würde sagen, dann können wir hier ohne weiteres nochmal speichern. Und da die Speicherstände auch so nah ineinander lagen jetzt, würde ich sagen, überschreiben wir jetzt hier auch. Okay. Gut, Leute. Und nach dieser wirklich spannenden Aktion, würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch ein Ende dieser Folge. Ich bin gespannt, was dann in der nächsten Folge noch passiert und ob wir weiterhin auf diese Affen treffen werden. Denn die scheinen mir wirklich durchaus extrem gefährliche Gegner zu sein. Und gerade jetzt, wo wir kaum Munition mehr haben. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Ja gut, doch, kaum Munition ist Schwachsinn. Aber Granatwerfer wären wir bei diesen Affen doch schon lieber. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.